Snare-Lernen vom Leuba Verlag eignet sich in idealer Weise ergänzend zu den anderen Rhythmusklasseheften, um Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen über alle Altersklassen hinweg zu rhythmisieren und ins Musizieren zu bringen. Hat sich bereits in der Konzeptionsphase mehr als bewahrheitet und sollte in Ihrem Portfolio nicht fehlen. Das Tolle daran ist, dass es sich wirklich an alle Altersstufen richtet, dass sich die Übungen und Methoden in einfachster Art und Weise entsprechend des Alters abändern und ergänzen lassen, dass damit auch ambitioniertere Trommelgruppen viel Material und Anregungen erhalten, um in Richtung einer Drumline zum Beispiel oder einfach einer Snare-Formation sich weiterzuentwickeln oder aber eben auch das Konzept, die Grundkonzeption heranzunehmen, um mit Sticks und Trommeln und Sticks die anderen Trommeln, Djembe, Conga, Cajon, Bongo beim gemeinsamen Musizieren zu ergänzen. Mit den Schülern beginne ich immer im Stehen, das heißt eine stabile Grundposition einnehmen, die Beine nicht zu eng, nicht zu breit, natürlich stabil aufgerichtet. Und dann pendel ich ein wenig von links nach rechts, um das Körpergefühl zu entwickeln. Sowas wiederholt man ständig, gerne auch mal über ein paar Minuten hinweg, auch vorwärts, rückwärts, einfach um die Stabilität, die Körpersensibilität bei den Kindern zu entwickeln. Das nächste ist von den Schultern über die Oberarme, Unterarme, Handgelenk, Finger hinweg zu gucken, ist man locker und dann die Hände nach vorne zu nehmen. In diese Position kommen dann auch die Drumsticks. Nun nimmt jeder seine starke Hand, hier ein bisschen zusammendrücken, in diese Kuhle kommt der Stick hinein, einfach so ein bisschen Zipfelchen hinten rausschauen lassen, der Daumen legt sich mit sanftem Druck hier auf den Stick, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger legen sich auf den Stick drauf und kontrollieren ihn nachher und der Zeigefinger schmiegt sich hier so an die Seite des Sticks und in dieser Haltung wird dann nachher auch getrommelt und die linke Hand darf diese Haltung jetzt einfach adaptieren, versucht sich genau hier anzupassen, bei Linkshändern eben die rechte Hand und somit haben wir die Stickhaltung, von unten wieder nach oben kommen, die Arme auspendeln, nicht zu weit nach innen drehen, nicht zu weit nach außen, sondern locker in der natürlichen Haltung die Spielposition einnehmen. Jetzt ist es wichtig, dass diese Spielposition eingehalten wird, wenn wir uns setzen. Nicht nach vorne gehen, nicht nach hinten gehen, oben, unten, sondern einfach in dieser Position bleiben, sich auf den Drumhocker setzen. So, und wenn es jetzt nicht passen würde, müsste ich die Snare verstellen, entweder weiter vor, weiter zurück oder aber in der Höhe. Ansonsten muss es hier genau diese Spielposition ergeben. In dieser Spielposition ist es jetzt wichtig, immer eine natürliche Spielhaltung einzunehmen. Deshalb macht es durchaus auch Sinn, sich da mal im Spiegel anzuschauen und das mit dem Spiegel abzugleichen, dass man hier wirklich dann eine fließende, gerade Spielbewegung hat. Egal ob mit rechter oder mit linker Hand. Hier macht es auch wirklich Sinn, Einzelschläge zu üben, bevor man dann in die Kombination übergeht. Übrigens, für diejenigen, die das schon mal irgendwo gesehen haben, es gibt zwei verschiedene Arten zu trommeln. Wir haben hier die moderne Spielposition, die Matched Grip Haltung, das heißt, rechte und linke Hand spielen parallel gleich, macht durchaus auch Sinn, so mit den Schülern zu musizieren. Die Traditional Grip, die traditionelle Spielhaltung, kommt aus der Militärmusik. Früher hingen die Snare Drums schräg vor einem. Und dann konnte man so beim Marschieren vor allem besser musizieren, wie wenn man so gespielt hätte. Daher kommt diese traditionelle Spielweise, die sich aber bei Schülern und Schulklassen heute eigentlich verloren hat und nicht mehr zu empfehlen ist. Seite 5, Übung 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Übung 2. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seite 6, Übung 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Übung 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mein Tipp: Bitte zuerst nicht zu schnell spielen, das Tempo allmählich steigern, langsam beginnen, sauber und achtsam auf die Schläge achten. Exakte Technik ist entscheidend, nicht das Tempo. Dann kleinschrittig weitergehen, das Tempo kommt ganz von alleine. Übung 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seite 7, Übung 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Übung 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Übung 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Übung 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seite 8, Übung 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Übung 11. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Übung 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Übung 13. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.